Hallo meine Freunde, ich habe mir ein neues Spielzeug gegönnt. Und zwar ist dies ein digitales Oszilloskop. Es hat zwei Kanäle und eine Bandbreite von 100 MHz. Sowas hätte vor 20 Jahren noch 5000 Mark und mehr gekostet. Heute kostet so ein Gerät gerade noch 200 Euro. Das heißt, es ist auch für den Heimwerker ein Messgerät, das er benutzen kann. Generell dient ein Oszilloskop dazu, zeitlich veränderliche Spannungen darzustellen. Wie man so ein Gerät benutzt, gibt es schon sehr viele Tutorials auf YouTube. Könnt ihr euch welche anschauen, vielleicht mache ich auch noch ein eigenes dazu. Ich möchte euch in der nächsten Zeit einige Anleitungen machen, wie man das Oszilloskop speziell beim Auto einsetzt. Weil man kann da vielfältige Messungen an der moderneren Elektronik machen. Das Thema des heutigen Videos wird es sein, wie misst man die relativ hohen Ströme im Auto. Üblicherweise nimmt man dafür so eine DC-Zange, also eine Gleichstrom-Stromzange, mit der kann man bis 400 Ampere messen, aber die hat einen gewaltigen Nachteil. Sie misst nur im Rhythmus von einer halben oder einer ganzen Sekunde. Das heißt, die zeitliche Veränderung eines Signals kann man damit nicht darstellen. Zur Messung von Strömen mit einem Oszilloskop braucht man einen Trick, und zwar einen sehr niederohmigen Messwiderstand. Man nennt sowas einen Shunt. Diese Metallbrücke hat einen definierten Widerstand und man kann hier hohe Ströme durchleiten. Ich habe das in Gehäuse eingebaut, dass das nicht immer blank sitzt. Dann können wir an den Buchsen, geht der Strom durch den Widerstand durch und wieder auf die andere Buchse zurück. Und mit dem Oszilloskop messen wir dann den Spannungsabfall über dem Widerstand und der ist ja proportional, also im gleichen Verhältnis zur Stromstärke durch den Widerstand. Das Oszilloskop kann dies sogar direkt rechnen, das heißt, man muss da gar nichts mehr selbst machen. Um euch das im Experiment mal vorzuführen, habe ich hier eine Spannungsquelle, also damit können wir die 12 Volt machen vom Auto. Hier habe ich zwei Glühbirnen von Frontscheinwerfern, die haben so um die 40 Watt. Wenn ich die parallel schalte, liegen wir dann so im 6 Ampere Bereich, haben also schon vernünftigen Autostrom. Wir machen jetzt erstmal die Glühbirnen an die Spannungsversorgung, also von der Masse gehen wir auf die erste Glühbirne. Von plus 12 Volt gehen wir hier und mit den zwei Kabeln ist die zweite Birne parallel geschaltet. Schalten wir das Gerät mal ein, regeln vorsichtig die Spannung hoch. Jetzt haben wir 5 Volt, 10 Volt, 12 Volt und wir liegen so ungefähr bei 6 Ampere. Die Glühbirnen leuchten. Um den Strom mit einem Multimeter zu messen, muss ich das Multimeter jetzt in den Stromkreis einschleifen. Das heißt, wir gehen vom Pluspol zuerst mal in das Multimeter rein und vom Multimeter wieder zurück auf die Glühbirne. Und jetzt haben wir eine relativ präzise Strommessung. Und bei 12 Volt liegen wir dann ungefähr bei 6,3 Ampere. Mit dem Messwiderstand für das Oszilloskop machen wir jetzt das Gleiche. Wir schleifen den auch in den Stromkreis ein. Das heißt, hier ist unser Messwiderstand. Schalten wir aus. Wir gehen jetzt vom Minuspol hier und machen noch mal eine direkte Verbindung zum Minuspol. An der Schaltung selbst ändert dies eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe weiterhin meine ungefähr 6 Ampere bei 12 Volt. Für die Messung mit dem Oszilloskop in so einer niederfrequenten Anwendung kann man sich solche Übergangsstücke von Bananenstecker auf die BNC vom Oszilloskop kaufen und dann kann man im Auto ganz gut messen. So, geh mal auf Kanal 1. Das ist jetzt einfach, das Oszilloskop ist so empfindlich, das sind die 50 Hertz vom Netz. Es gibt hier mal ein Problem. Die Buchse vom Oszilloskop ist geerdet. Wenn wir jetzt also noch eine andere Masse in der Schaltung haben, müssen wir immer aufpassen, dass die Masse auch mit der Masse verbunden ist. Wir gehen jetzt hier auf die Masse vom Netzgerät und dann gehen wir hier auf die andere Seite des Widerstands.
Das Oszilloskop zeigt jetzt gar nichts an, weil es irgendwo von der Einstellung her wahrscheinlich nicht stimmen wird. Jetzt hat so ein modernes Oszilloskop eine tolle Taste, Autoset. Dann sucht er sich selbst mal irgendwelche Signale und wir haben auf Kanal 1 jetzt ein Signal. Wir schauen mal, wie groß das ist. Wir haben jetzt 50 Millivolt pro Zentimeter, das sind knapp 2 Zentimeter, also haben wir jetzt ein Signal von ungefähr 100 Millivolt. Die automatische Einstellung können wir uns jetzt ein bisschen anpassen. Wir haben ja nur positive Signale, also kann ich das Nullniveau weiter nach unten stellen. Und dann können wir die Verstärkung ein bisschen hochdrehen. Dann sehen wir das Signal ein bisschen deutlicher. Auch die Zeitbasis können wir ein bisschen runterdrehen, weil wir ein ganz gleiches Signal haben. Das ist jetzt ungefähr der reale Verlauf der Spannung. So können wir es lassen. Dann sehen wir jetzt das Signal. Digitale Oszilloskope haben ganz tolle Features. Und zwar können wir jetzt hier auch eine Messung einstellen. Wir messen jetzt, Messer, auf Kanal 1 wollen wir die Spannung Rudmin-Square messen, also add to Kanal 1. Und jetzt zeigt er hier eine genaue Mittelwertmessung an. Das sind ungefähr 92 Millivolt. Jetzt wird es noch besser, weil normalerweise müssten wir jetzt aus diesen 92 Millivolt ausrechnen, wie groß der fließende Strom wäre, also so mit dem Ohmschen Gesetz. Aber unser Oszilloskop kann das selbst. Und zwar gehen wir hier auf Kanal 1 und dann bietet er uns die Strommessung, also Measure Current, direkt an. Ich aktiviere das und dann habe ich hier die Strommessung. Die muss ich jetzt allerdings noch ein bisschen kalibrieren und hier kann ich den Faktor einstellen. Und das kalibrieren wir jetzt auf unser Messgerät. Das hatte genau 6 Ampere. Also stellen wir jetzt hier auch 6 Ampere ein. Und jetzt können wir direkt den Strom durch die Schaltung messen. Ich vergleiche den Wert auch mal mit meinem Zangenmultimeter. Ich habe 40 Ampere Bereich eingestellt. Ich haue das hier drüber. Na, da haben wir so ungefähr 6,5 Ampere. Ich habe so das Gefühl, dass es grundsätzlich ein bisschen mehr anzeigt, meins. Schalte auch nur ein Schätzeisen sowas über die Magnetfeldmessung. Allerdings könnte ich mit diesem Zangenmultimeter niemals eine schnelle Stromänderung darstellen. Und das zeige ich euch jetzt am Oszilloskop. Und zwar zeige ich euch jetzt das Einschaltverhalten von einer Glühbirne. Also ich unterbreche mal hier, einfach indem ich den Stecker ziehe. Oszilloskop zeigt 0 an und jetzt gehe ich ganz schnell drauf und stoppe auch gleich das Signal. Und jetzt sehen wir hier, am Einschaltmoment hatte die Glühbirne den doppelten Strom gezogen, weil der Draht in der Glühbirne ist ja ein sogenannter Kaltleiter. Das heißt, solange der Draht kalt ist, leitet er besser, es fließt ein höherer Strom und erst wenn die Glühbirne warm wird, reduziert sich der Strom nachher selbst. Wir können auch nur mal auf die Zeitbasis schauen. Von hier bis hier sind es 1,5 cm. Das würde jetzt hier bei einer Zeitbasis von 200 Millisekunden nur 300 Millisekunden entsprechen. Also in 300 Millisekunden, 0,3 Sekunden, ist der Strom von der Spitze auf den Normalwert abgesunken und die Birne war heiß. So, ich habe euch heute mal gezeigt, welche interessanten Messungen man mit einem digitalen Oszilloskop machen kann. Wenn wir mal ein konkretes Problem am Auto haben, zeige ich euch das auch mal am Auto. Aber für heute sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.